Willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 3, immer noch im Chrysler-Gebäude oder wie auch immer das heißt. Wir sind jetzt diesmal noch im Erdgeschoss unterwegs. So. Man sollte immer im Hier und Jetzt leben. Ach, jetzt sind wir einmal rum. Hä? Geht's gar nicht nach oben irgendwo? Jetzt muss ich mal gucken. Das ist auf jeden Fall nicht der gleiche Bereich. Hier haben wir wieder einen Zentauren. Da hinten haben wir einen Computer, bestimmt irgendein Geschütz wieder. Zack, zack, zack. Achso, der ist für den Safe. Alles klar. Vorsicht! Nein. Ja, jetzt schon wieder fast bei 270, meine Fresse. Ein Deutschjunge. Die Umgebung darf man nicht aus den Augen lassen.
das vermutlich der Heizungskeller gewesen. Man sollte immer im Hier und Jetzt leben. Eine weitere Tür haben wir da hinten in der Ecke. Ich dachte jetzt eigentlich, das wäre hier wieder Schicht im Schacht. Das war zu einfach. Überlastet war ja nur eine Frage der Zeit. Ach, Stuss, war doch leer. Das war zu einfach. Alter, dieser riesen Keller. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Hier die Treppe noch. Von hier kommen wir. Hier waren wir eben drin.
Ah, jetzt sind wir wieder im Keller, im unteren Bürobereich. Ich wundere mich bloß gerade, warum die ganze Karte aufgedeckt ist. Ach, jetzt sind wir hier unten. Alles klar. So, zack, 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 zack. Yummy, yummy. Das sind wahrscheinlich dann so deren Art Käfige, könnte ich mir auch vorstellen. Jetzt bin ich verwirrt, wo wir hier schon waren und wo nicht. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Echt doch. Alter, hab ich mich erschrocken. Achtsamkeit bedeutet Sicherheit. Ich glaube, den Rest hatten wir sogar hier schon. War nur noch dieser Teilbereich, den wir nicht durchgeguckt haben. Und schon sind wir wieder voll. Und hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.